Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, dieses Video soll einmal eine Möglichkeit aufzeigen, wie man iPad-Speicherplatz freigeben kann, falls das iPad voll ist. Wir geraten jetzt doch manchmal in die Situation, dass iPads voll sind und das geht natürlich nicht und deswegen müssen wir gucken, dass wir Speicherplatz freigeben. Also als allererstes diagnostizieren wir mal das Problem, indem wir auf die Einstellung gehen und dann auf Allgemein. iPad-Speicher. So, hier ist jetzt noch was frei, aber ich habe schon einiges drauf. Sagen wir mal, das wäre jetzt ganz voll. Was kann ich denn machen? Erstmal kann ich aktivieren, dass Apps ausgelagert werden. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Dann werden Apps, die nicht genutzt werden, automatisch runtergeschmissen und werden dann nur wieder live heruntergeladen, wenn sie denn gerade benötigt werden. Zweitens kann ich gucken, ob ich zu viele Fotos oder Videos habe. Hier habe ich zum Beispiel ein langes Video. Das ist mir zu lang, zu groß, das kann ich jetzt mal löschen. Also die gucken, dass die Daten auf der iCloud gespeichert wurden und die iCloud geupdatet wurden, dann kann ich das hier löschen. So, beziehungsweise unnötige Sachen löschen. So, dann habe ich hier eine Auflistung. Okay, dann müssen wir jetzt mal an die Apps ran. Die große Frage ist erstmal, Teams, OneNote etc. sind meistens riesig geworden. Hier jetzt noch nicht, aber sie werden riesig. Teams zum Beispiel hat ganz viele temporäre Dateien drin. Dann wird man hier unter Daten und Dokumente eine sehr große Zahl lesen. Ich habe da auch schon mal 1-2 Gigabyte gefunden. Und anstatt jetzt die ganze App zu löschen, könnte ich dann hier runtergehen auf der linken Seite, Teams, und dann einmal auf Daten löschen klicken. Das heißt, das nächste Mal, wenn jetzt die Teams-App geöffnet wird, mache ich einmal, einmal ganz schließen nochmal. Okay, da, ja, jetzt ist die App geschlossen, jetzt öffne ich sie zum ersten Mal wieder und jetzt werden da drin alle Daten gelöscht und jetzt sind wir wieder im normalen Standardmodus zurück. Also das heißt, wir haben alles rausgelöscht und es sind keine Hintergrunddaten mehr verfügbar. Es sind keine Daten mehr, Cache-Daten mehr verfügbar. Das müsste ich jetzt sehen. Jetzt ist Teams ein bisschen kleiner geworden. Gleiches geht bei OneNote. Das können wir machen. Dann müssen wir gucken, also bei OneNote zum Beispiel ganz wichtig, sind da nur noch die Notizbücher geöffnet, die ich wirklich brauche. Also ich kann ja mal hier in OneNote reingucken und siehe da, ich habe ein Notizbuch, das ist aus dem letzten Jahr, das brauche ich gar nicht mehr. Da kann ich lang anklicken, hier unten links schließen. Ja, es wird nicht gelöscht, es wird einfach nur von diesem iPad runter gelöscht. In der Cloud ist das natürlich weiterhin verfügbar. Das Notizbuch ist jetzt geschlossen und siehe da, wir haben jetzt mehr Speicherplatz frei. Ja, nächster Schritt. Spiele. Habe ich Spiele installiert oder nicht? Wenn ich Spiele installiert habe, dann ist das natürlich sehr einfach. Sims, keine Ahnung. Jetzt mal einfach was. Könnte ich auslagern, aber nee, ich kann es auch einfach löschen. So. Ne, also bitte Apps runterschmeißen, die groß sind, um ein bisschen Speicherplatz frei zu machen. Sagen wir mal, wir haben gar keine Spiele drauf. Okay, dann müssen wir jetzt weiter an die Apps ran. Jetzt sehe ich hier, GarageBand hat 4,72 GB Speicherplatz. Das ist ja richtig viel. Hier wurden wahrscheinlich ganz viele Samples runtergeladen. Ich gucke, die Appgröße ist 1,65 und Dokumente und Daten sind 3,07. Also das stimmt irgendwas nicht. Da bitte dann sicherstellen, dass die Daten alle gesichert wurden. Dokumentenspeicher auf meinem iPad, vielleicht auf iCloud ändern, damit dann quasi die Daten nicht hier lokal gelagert werden. Wir haben ja bereits in einem anderen Video darüber gesprochen, dass ich hier oben links, wo Stefan Dahlmann steht, eine Schul-iCloud verwenden kann. Das ist dann die Vorname.Nachname.Abiturjahrgang@michaelendegymnasium.de, also die Teams-Zugangsdaten. Und da gibt es auch 200 GB kostenlosen iCloud-Speicher. Da könnte man das dann gut nutzen. Ich schalte das jetzt mal wieder um, weil ich möchte jetzt nicht, dass da mein Speicher belastet wird. Und hinterher kann ich dann auch sagen, ich möchte die App einmal bitte zurücksetzen. Dann gehen wir jetzt gleich von, ich gucke mal gerade auf, GarageBand noch auf, ist, nee, ist es nicht, okay. Das heißt, ich öffne es jetzt noch einmal und dann sollte sich das jetzt zurücksetzen. Genau, dann sind wir wieder am Anfang. So, dann hatte ich hier irgendwie Samples sind hier runtergeladen. Katy Perry brauchen wir auch nicht. Das hier, 50 Megabyte. Ja. Einfach mal ein bisschen löschen. Jetzt gucken wir nochmal. Ist das immer noch so groß?
Allgemein Speicher. Speicher 1,65, 4,72, immer noch riesig. Okay, da müssen wir die App mal komplett runterlöschen. Das geht dann nicht. App wird gelöscht. So, entweder lade ich die App jetzt wieder runter, ist eine kostenlose App, oder ihr schreibt mich an, Stefan Dahlmann bei Teams, und ich kann die dann nochmal anstoßen, die neue Installation anstoßen. Aber jetzt haben wir deutlich mehr Speicherplatz schon mal frei. So, dann kommt nächster Punkt. Schulbuch-Apps. Klettlern, 4,2 GB. Oh, das ist aber viel. So, jetzt gucke ich mal hier noch durch. Was haben wir sonst noch so für Apps? Gibt es irgendwelche Apps, die wir gar nicht brauchen? Wurde zum Beispiel Google Earth mal genutzt? Wir haben das zwar vorinstalliert, aber wir benutzen das nicht wirklich. Also beziehungsweise, wenn es im Unterricht benutzt wird, okay, wenn nicht, dann habt ihr jetzt die Erlaubnis, sowas dann auch zu entfernen. Wir haben zum Beispiel Skook. Haben wir mal installiert, das ist aber veraltet, das gibt es nicht mehr. Das heißt, jetzt können wir diesen lernen. Deswegen können wir die Skook-App auch rauslöschen. Da sind zum Teil vielleicht noch Notizbücher drin. Da sind vielleicht noch Schulbücher drin. Die können wir natürlich dann rausnehmen. Also einmal bitte die Apps durchgehen, was man nicht braucht, und das löschen. Im Notfall kann ich das aus dem System nochmal neu aufspielen, also über die Klassenlehre oder direkt eine Teams-Nachricht an mich. So, Klett lernen wundert mich jetzt aber doch noch. 4,18 GB an Daten, oh je. Dann gehen wir mal in Klett lernen rein. Was denn? Klett lernen. Okay, so, da sind alle Bücher drauf, wunderbar. Jetzt sagt er, den Grundpaket 291 MB, Medienpaket 760 MB. Okay, das ist zu viel. Schmeißen das jetzt runter. Und hier, Medienpaket 700 GB. Medienpaket 1,8 GB. 200 GB hierfür. Das heißt, ich schmeiß das auch nochmal. Ach, das wird noch entpackt. Okay. Hier 800 MB. Also ich schmeiß das auch runter. Ja, jetzt löschen. Jetzt löschen. Ich klicke dann nochmal auf Download und lade dann nur das Grundpaket runter. Wir haben mittlerweile in der Schule auch eine Glasfaser-Internet. Deswegen ist das kein Problem, das auch mal in der Schule zu machen. Also, das ist kein Problem. Einfach nur das Grundpaket runterladen, nicht das Medienpaket, das ist zu viel. Wenn die Englischlehrer das einfordern, bitte sagen, dass Herr Dahlmann gesagt hat, dass der Speicher voll ist und dass das leider eine der Zusatzoptionen ist, die dann gehen muss. Das geht nämlich auch ohne. Jetzt haben wir schon mal einiges rausgeholt. Ich kann hier, wie gesagt, über allgemeinen iPad-Speicher immer wieder nachgucken und sehe da, jetzt habe ich nur 16 von 32 GB benutzt bisher. Ja, es ist unschön, aber manchmal ist das so, dass wir dann halt Dinge runterschmeißen müssen. Aber ich bin mir sicher, wir finden eine Lösung. Falls das immer noch nicht reicht, bitte mal mir eine Nachricht schreiben und dann klären wir mit den Fachlehrern, welche Apps wir nicht brauchen und deinstallieren können. Wir haben versprochen, dass 32 GB iPad, dass das reicht, und wir werden dafür sorgen, dass das auch immer so ist. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Gerne einen Daumen hoch da lassen, einen Kommentar, wenn es Fragen gibt, oder mir eine Teams-Nachricht schicken. Ich wünsche dann noch einen schönen Tag. Tschüss!